Der Gesundheitsminister will mit einem Ampelsystem Corona-Warnstufen ab Herbst einführen. So soll auf lokale Entwicklungen besser reagiert werden können. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Zum amerikanischen Unabhängigkeitstag veranstaltete Präsident Trump eine riskante Feier nahezu ohne Corona-Sicherheitsvorkehrungen. Und während des Ausnahmezustandes gab es Cyberangriffe auf jede zweite Firma in Österreich. Sonnig und heiß wird das Wetter morgen. In Österreich ist momentan nicht geplant, die Lockerungen der Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Aber es gibt andere Vorbereitungen, mit denen man auf diese jüngsten Entwicklungen reagiert. Tarek. Es sind Entwicklungen, die zuletzt immer häufiger wieder nach oben zeigen. Die Neuinfektionen sind zuletzt oft dreistellig und in den letzten 24 Stunden sind wieder 115 Covid-Fälle dazugekommen. Insgesamt sind derzeit mittlerweile 853 Personen erkrankt. Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien und Oberösterreich. Dort sind 127 Fälle auf einen Cluster, um eine Freikirche zurückzuführen. Die Polizei ist in Linz und Linzland wieder im Einsatz. Hier gibt es die meisten Fälle in Oberösterreich, ausgehend von einer Freikirche. Alle Gottesdienste freikirchlicher Gemeinden wurden für die nächsten zwei Wochen abgesagt. Es gelte, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und deshalb kontrolliert die Polizei wieder Mindestabstand und Maskenpflicht. Wir versuchen präsent zu sein, auch mit Fußpatrouillen präsent zu sein im öffentlichen Raum. Wir gehen hier an der Donaulände, wir gehen in der Fußgängerzone. Auch die Einhaltung der Quarantäne wird überprüft. 2200 Personen dürfen derzeit ihr Haus oder die Wohnung nicht verlassen. Ja, gestern waren es 109 Überprüfungen. In drei Fällen waren die Personen nicht anwesend. Dort gibt es dann natürlich die entsprechenden Anzeigen. Laut Innenministerium soll die Polizei in ganz Österreich wieder die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ein Ampelsystem angekündigt. Damit soll wie bei Lawinenwarnungen das aktuelle Corona-Risiko sichtbar gemacht werden. Das System soll bis September eingeführt werden. Ab Montag soll es außerdem freiwillige Screening-Tests in Risikobereichen geben. Was diese Warnstufen bringen und vor allem welche Maßnahmen sich dann daran knüpfen, dazu ist Gesundheitsminister Anschober morgen zu Gast im Hohen Haus ab 12 Uhr. Zuvor in der Pressestunde ist Innenminister Nehammer, der im Kampf gegen das Virus ebenfalls eine zentrale Rolle spielt und Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, auch als Lebensgefährder bezeichnete. So gesehen ist auch Donald Trump einer. Er versammelte zum heutigen amerikanischen Unabhängigkeitstag Menschenmassen ohne Vorsichtsmaßnahmen. Und das, obwohl es in den USA allein gestern über 50.000 Neuinfektionen gegeben hat. Und diese Entwicklung, befürchten Virologen, könnte sich noch beschleunigen, berichtet David Kriegleder. Vier große Präsidenten und der Amtsinhaber. Donald Trump leitet die Independence Day-Feierlichkeiten mit dem Besuch von Mount Rushmore in South Dakota ein. Doch statt Appellen an die nationale Einheit spricht er in einer Brandrede von einem Kulturkampf. This monument will never be desecrated. Wir lassen nicht zu, dass dieses oder andere historische Denkmäler von einem gewalttätigen Mob zerstört werden, sagt Trump in Anspielung auf die landesweiten Proteste gegen Rassismus. Wir kämpfen um unsere Freiheit gegen die linksextremen Faschisten. Die Pandemie erwähnt der Präsident nur beiläufig. Für die 8000 Gäste herrschen weder Maskenpflicht noch Social Distancing-Regeln. Wenn man das Virus und die Wissenschaft ignoriert, rächt sich das. Und genau das passiert gerade im Großteil der USA. Kritik an der Veranstaltung kommt auch von den Lakota Sioux, den indianischen Ureinwohnern, denen das Gebiet um Mount Rushmore gestohlen wurde. Aufgrund der Corona-Zahlen wurden die Feierlichkeiten im ganzen Land zurückgefahren. Trotzdem werden über 30 Millionen Amerikaner an diesem Wochenende verreisen und das Virus damit weiter verbreiten. Der Independence Day findet heuer in einem Klima der Unsicherheit und des Trotzes statt. Ja, wie hoch wird das sein, der Preis für diese heutigen Feierlichkeiten in den USA? David Kriegler in Washington. Schon jetzt waren es ja 57.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Was tut denn das Land da dagegen? Der Präsident ist ja recht unwillig.
Naja, von diesen Neuinfektionen besonders betroffen sind derzeit südliche und westliche Bundesstaaten, die sich gegen den Rat von Experten zu früh geöffnet haben und wo auch lange niemand Atemschutzmasken oder kaum jemand Atemschutzmasken getragen hat. Hier findet jetzt doch langsam ein Umdenken statt. Einige dieser Öffnungsschritte wurden zurückgenommen. Aber man hat tatsächlich den Eindruck, dass viele Menschen und auch das Weiße Haus de facto den Kampf, beim Kampf gegen dieses Virus schon kapituliert haben. Zumindest wenn es um dessen Ausbreitung geht. Also man hofft da jetzt eher auf schnelle, bessere Medikamente und einen Impfstoff. Und eines ist schon interessant. Die Amerikaner feiern an ihrem Unabhängigkeitstag ihre Freiheitsliebe, ihren Individualismus, diese Ablehnung von Autorität, durchaus Eigenschaften, die ja dieses Land groß gemacht haben. Aber während einer Pandemie, das zeigt sich gerade, sind sie sehr kontraproduktiv. Und der oberste Krisenmanager dieser Pandemie, der redet da gar nicht drüber. Das haben wir auch heute wieder gesehen. Dafür umso leidenschaftlicher über ein anderes Thema. Aber wie sehr beeinflusst denn jetzt Corona tatsächlich Trumps Wahlkampf? Corona beeinflusst seinen Wahlkampf sehr, denn der US-Präsident weiß, dass ihm die große Mehrheit der Amerikaner bei diesem Krisenmanagement ganz schlechte Noten ausstellt und dass er auch deswegen in derzeitigen Umfragen klar hinter seinem Herausforderer Joe Biden liegt. Deswegen versucht Trump jetzt sozusagen sein altbewährtes Mittel. Er versetzt verstärkt auf die Spaltung der Gesellschaft und setzt auf die Ängste der weißen Wähler. Und diese Rede, diese Kulturkampfrede, die wir gestern bei Mount Rushmore erlebt haben, die war schon sehr düster und hetzerisch, möglicherweise ein Vorgeschmack auf den kommenden Intensivwahlkampf. Danke, David Kriegleder, für diese Informationen aus Washington. Ja, nicht nur in den USA, auch in vielen anderen Ländern steigen die Corona-Infektionszahlen weiter rasant an. Laut Weltgesundheitsorganisation ist das aber kein Anzeichen einer zweiten Welle, sondern ein zweiter Höhepunkt der ersten Welle. Das mag spitzfindig klingen, sagt aber einiges über die aktuelle Entwicklung aus, die auch in manch anderem Land weitgehend ignoriert wird. Mit mehr als 61.000 Toten und 1,5 Millionen bestätigten Fällen ist Brasilien nach den USA das am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Trotzdem hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro von Anfang an einen Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus. Nun ein Veto gegen eine vom Parlament beschlossene Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wie Kirchen, Geschäften und Schulen eingelegt. Der Kongress wird Bolsonaros Einspruch prüfen und hat 30 Tage Zeit, um diesem zu folgen oder ihn zu Fall zu bringen. In Indien hat die Zahl der Neuinfizierten ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 22.700 neue Fälle registriert. Einige Regionen, darunter die Millionenstadt Mumbai, haben erneut Schließungen und Beschränkungen angekündigt. Auch in Europa wächst die Sorge vor steigenden Infektionszahlen. In Spanien ist jetzt erstmals seit der Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder eine Großstadt unter Quarantäne gestellt worden. Seit Mittag gilt für die katalanische Region Segrià mit der Stadt Lleida eine Ein- und Ausreisebeschränkung. Ich hoffe, dass der Lockdown effektiv ist und wir schnell zum normalen Leben zurückkehren können. Eine Zunahme von Corona-Infektionen verzeichnet auch Kroatien. Es wurde deshalb vom benachbarten Slowenien von der Liste der Corona-sicheren Länder gestrichen. Für Österreicherinnen und Österreicher, die nach Kroatien reisen, wird sich vorerst aber nichts ändern. Der Transit durch Slowenien ist davon nicht betroffen, sofern dieser nicht länger als 12 Stunden dauert. Auch Großbritannien hat noch immer hohe Corona-Infektionszahlen und hohe Todesraten. Dennoch gibt es in England ab heute viele und weitgehende Lockerungen. Es dürfen Kinos wieder öffnen, Friseure, Museen, Galerien, Kirchen, Hotels und Restaurants. Aber am wichtigsten für viele die Pubs. Heiß ersehnt, aber gleichzeitig ein besonders heikler Ort, wie der Lokalaugenschein von Eva Pöcksteiner zeigt. Schon am Nachmittag ist der Faltering Fullback Pub im Norden von London gut besucht. Die meisten haben schon sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet. Ich liebe es, im Pub zu sein. Ich werde das nie wieder für selbstverständlich nehmen. Genial, die Freiheit ist zurück. Ich bin selig, nach 3 Monaten endlich wieder im Pub. Es gibt ein Einbahnsystem durch die verschiedenen Bereiche und keine Selbstbedienung, sondern nur Tischservice. Wie es mit dem Sicherheitsabstand zu vorgerückter Stunde ausschaut, ist fraglich. Ich vertraue den Leuten, es gibt klare Regeln. Ich widerspreche, nach ein paar großen Bier vergessen die meisten Leute alles.
Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, dann soll er woanders trinken. Es gibt genügend andere auf der Warteliste. Er hofft, dass sich die Gäste bald an die neuen Regeln gewöhnen. So froh Pub-Betreiber und Besucher sind, so besorgt sind viele Wissenschaftler, Mediziner und Politiker. Für sie ist die Öffnung zu früh und sie sehen die Eindämmung der Pandemie in Gefahr. Premierminister Boris Johnson hat an seine Landsleute appelliert, sich vernünftig zu verhalten, sonst könnten die Pubs auch wieder geschlossen werden. Zumindest Auslandstouristen werden nicht viele in die Pubs kommen, wie überhaupt mit diesem Bild eines sonstigen ersten Ferientags am Wiener Flughafen. Der heutige Tag wenig gemeinsam hat. Aber zuletzt war noch weniger los. Es gab so gut wie keine Flüge von und nach Wien. Heute starten die ersten Ferienflieger wieder, aber, und das zeigt der Vergleich zum letzten Jahr, es herrscht bei Weitem noch nicht Normalbetrieb. Wie heute in Schwechat zu sehen war. Der Flughafen Wien-Schwechat heute Morgen um 7.30 Uhr. Von Abreisestress und Gedränge keine Spur. Rund 10.000 Passagiere fliegen heute in den Urlaub. Im Vorjahr waren es noch 10-mal so viel. Nach dem Rekordjahr 2019 braucht die Flughafenverwaltung jetzt einen langen Atem. Das Jahr 2020 wird, glaube ich, weltweit als das schlechteste Jahr in der Geschichte der Luftfahrt eingehen. Insofern ist die Situation auch für uns schwierig. Ich würde aber sagen, das Schlimmste haben wir schon hinter uns. Die AUA fliegt aktuell mit nur 50% ihrer Maschinen. An der Personalpolitik der Fluglinie kann man ablesen, wie lange diese Krise wohl noch dauert. Aktuell läuft die Corona-Kurzarbeit, geplant bis September. Danach werden wir dann in eine normale Kurzarbeit bis März 2022 gehen. Maskenpflicht, längere Check-in-Prozeduren und diverse Einreisehürden im Urlaubsland halten trotzdem nicht davon ab, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen. Ich habe den Eindruck, es ist vorher ein bisschen aufwendiger, aber nicht so arg. Es ist ziemlich ungewohnt, mit der Maske da zu sein, aber ich glaube, es ist notwendig. Also es ist schon gut. 17 Jets der AUA warten geparkt am Flughafen auf bessere Zeiten. Ein Bild, das die aktuelle Situation des Fluggeschäftes auf den Punkt bringt. Die fieberhafte Suche nach einem Corona-Impfstoff, so sagen Pharmazeuten, werde durch die strengen EU-Gentechnikregeln gebremst. Diese Kritik der Forscherinnen greift die EU-Kommission jetzt auf. Sie schlägt vor, einige dieser Regeln auszusetzen. Unter den EU-Ländern und im EU-Parlament sorgt dieser Vorschlag für Debatten. Auch im Labor des Wiener Impfstoffherstellers Themis suchen Forschende einen Impfstoff gegen Covid-19. Sie nutzen Viren, deren Erbgut verändert wurde. EU-weit wollen Hersteller wie Themis mit klinischen Tests beginnen, mit Tests an Menschen, am besten länderübergreifend. Was sie bremst, in jedem EU-Land gelten andere Fristen und andere Formulare, um solche GVO-Impfstoffe zu testen. Man will ja große Studien machen mit vielen Probanden, man will das möglichst schnell vorantreiben. Dazu muss ich multinationale Studien machen. Und das ist natürlich erschwert dadurch, wenn jedes Land seine eigene Gesetzgebung hat. Das muss sich ändern, drängt EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Sie will einige EU-Gentechnikregeln abschwächen, um Schnellverfahren zu ermöglichen. Schnellverfahren, die für Bedenken sorgen, etwa, dass Umweltfolgen nicht gut genug untersucht werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober lässt wissen, er befürworte Schnellverfahren, sie müssen aber zeitlich beschränkt bleiben. Und im EU-Parlament warnen vor allem grüne EU-Abgeordnete, die Ausnahme dürfe nicht dazu führen, EU-Gentechnikregeln auszuhebeln. Die EU-Kommission kontert, gesundheitliche Risiken würden weiterhin streng kontrolliert werden. Schnellverfahren sollen nur für Covid-19-Impfstoffe gelten und nur für die Dauer der Pandemie. Von den Arzneimitteln, die noch entwickelt werden müssen, zu jenen, die es schon gibt, aber in der Krise dann doch wieder fehlen. Und zwar, weil deren Produktion in den letzten Jahren zunehmend nach Asien verlagert wurde. Jetzt will nicht nur die EU gegensteuern, auch Österreich. Noch laufen in Österreich Pillen vom Band, aber immer seltener. China stellt schon 70% aller Wirkstoffe her. Indien baut viele Medikamente zusammen. Und auch die Lagerbestände schwinden, aus Kostengründen. Versorgungsengpässe werden immer häufiger, nicht nur in Corona-Zeiten. Zuletzt waren 300 Medikamente schwer lieferbar. Besonders heikel ist das bei Antibiotika oder Schmerzmitteln. Die Sozialversicherungen denken daher an einen Systemwechsel bei den Verschreibungen.
Wenn der Arzt in Zukunft nicht mehr den Medikamentennamen verschreibt, sondern den Wirkstoff verschreibt, dann ist der Apotheker in seiner Ausgabe von Medikamenten wesentlich flexibler. Er müsste sich nicht auf einen Markennamen spezialisieren, sondern er hat eine Palette an Wirkstoffen da. Jetzt muss der Apotheker eigentlich noch beim Arzt nachfragen. Die AGES prüft für das Gesundheitsministerium zudem, ob der Arzt schon am Computer vergriffene Medikamente sehen und gleich andere verschreiben könnte. Und man will wieder Lager anlegen. Nicht für ein Jahr wie früher einmal, aber zumindest für 3 bis 4 Monate. Ich kann nicht ein Arzneimittel einlagern, den Raum zusperren und sagen, ich habe jetzt ein Lager, sondern es muss eine intelligente Logistik dahinter sein, dass diese Produkte ständig ausgetauscht werden. Offen ist noch, ob der Bund Lager und Logistik selbst betreibt oder ob er das per Gesetz anderen vorschreibt. Jetzt zu einem Job, der kein Geld einbringt und der auch nicht mit Macht im herkömmlichen Sinn verbunden ist. Aber der Präsident des Fiskalrates ist in Österreich doch eine gewichtige Stimme. Als Schuldenwächter werden die Chefs des Fiskalrates auch gerne bezeichnet. Sie schauen der Regierung beim Budget genau auf die Finger. Als neuer Mann in dieser Funktion ist nun der Wirtschaftsforscher Martin Kocher bestellt worden. Hier ist sein normales Arbeitsumfeld, also nicht unbedingt der Innenhof, aber hier im IHS, dem Institut für höhere Studien. Martin Kocher stellt alle 3 Monate mit den Kollegen des WIFO eine Konjunkturprognose vor. Er lehrt auch an der Uni, vor allem zur Verhaltensökonomie. Nun muss er als Präsident des Fiskalrats zudem die Schulden der Republik im Auge haben, die momentan gerade explodieren. Sollte die Regierung schon über Einsparungen nachdenken? Nein, sagt Kocher, noch wisse man ja gar nicht, wie viel von den veranschlagten 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen tatsächlich ausgezahlt werden. Das heißt, es wäre noch viel zu früh, jetzt über ein Sparprogramm zu sprechen. Das wird man nächstes Jahr sich genauer anschauen müssen. Im Moment geht es um die akute Bewältigung der Krise. Wichtig sei so Kocher, dass das Schuldenmachen nicht zur Gewohnheit wird. Bis die Staatsschuld wieder sinkt, werde es aber in jedem Fall noch längere Zeit dauern. Entscheidend wird sein, wie stark das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr ist. Ich glaube, das treibt letztlich die Staatsschuld in Bezug auf die Wirtschaftsleistung. Wir müssen es schaffen, auf einen höheren Wachstumspfad zu kommen. Dann wird der Abbau auch relativ leicht gelingen, relativ leicht. Positiv für Österreich wirken momentan die niedrigen Zinsen. Dadurch kommen dem Staat die hohen Schulden nicht allzu teuer. Diebstahl, Raub oder Einbruch, all das ist durch Corona und den Lockdown zurückgegangen. Die Verbrechen, die finden jetzt vor allem im Internet statt. Schon jedes zweite Unternehmen in Österreich war Opfer eines Cyberangriffes. Darüber berichten wir gleich noch. Zuvor noch Wichtiges zum Tag. Die Rechtsberatung für Asylwerber soll künftig weisungsfrei arbeiten. Das sagt Justizministerin Alma Sadic von den Grünen. Dadurch sollen laut Sadic Unabhängigkeit und Qualität sichergestellt werden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Bundeskanzler Sebastian Kurz als Zeugen geladen, weil er im Jänner im Zusammenhang mit der Casinos-Affäre von roten Netzwerken und von Leaks in der Behörde gesprochen hat. Heftige Regenfälle verursachen im Südwesten Japans schwere Überschwemmungen und Erdrutsche. Es gibt mindestens 12 Tote. 250.000 Menschen ist aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und Schutzräume aufzusuchen. Ein Schiff mit aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen hat zu ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen und den Notstand ausgerufen. Das Schiff durfte nirgends anlegen. An Bord hat es deswegen Selbstmorde und Gewaltausbrüche gegeben. Deswegen müsse die EU eine Lösung für die 180 Flüchtlinge finden, lautet die Aufforderung der Seenotretter. In Robben in Tirol haben Fußgänger gestern Abend eine weibliche Leiche im Inn entdeckt. Wie die Obduktion ergeben hat, handelt es sich dabei um jene 31-jährige Frau, die von ihrem Mann getötet worden sein soll. Therapien und Medikamente für seltene Erkrankungen sind teuer. Aber nicht nur sind sie entscheidend für die Betroffenen, sondern auch wo und wie sie diese Behandlungen verabreicht bekommen. Also ob im Spital oder daheim. Entscheiden dürfen das die Patienten aber nicht selbst. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Einmal pro Woche braucht Karl Bierbaum eine Infusion. 3 Stunden dauert die Prozedur mindestens. Aber seit er sie zu Hause und nicht mehr im Krankenhaus bekommt, kann er in der Zeit sogar spazieren gehen. Für mich selber ist es für mich besser, ruhiger und nicht so viel anstrengender
und bequemer. Das würde sich auch sein Bruder Georg Bierbaum wünschen, der bei einer anderen Krankenkasse versichert ist. Auch er wurde im April zu Hause behandelt, doch im Mai war damit wieder Schluss. Das verstehe ich eben nicht, weil sie haben den ganzen April, Monat April, haben sie eigentlich miteinander die Infusionen und die Enzymtherapie bekommen. Ob und nach welchen Kriterien die Heimtherapie bewilligt wird, ist schwer durchschaubar. Geld könnte eine Rolle spielen, glaubt die MPS-Selbsthilfegruppe. Denn im Normalfall ist es so, wird ein Medikament im Krankenhaus verabreicht, zahlt der Spitalsträger. Bei der Heimtherapie die Krankenkasse. Dazwischen gibt es noch Verträge über die Aufteilung der Kosten zwischen Spitälern und Kassen. Generell sei die Heimtherapie wahrscheinlich sogar die günstigere Variante. Also da bin ich mir eigentlich komplett sicher, dass die Heimtherapie nicht teurer kommt als die Therapieverabreichung im Krankenhaus. Ihre Forderung, Familie Bierbaum und andere Betroffene sollen selber entscheiden dürfen, was für sie am besten ist. Seit dem Beginn der Corona-bedingten Sperren in Österreich ist die Kriminalität im Vergleich zum Vorjahr zwar fast um die Hälfte zurückgegangen, aber jedes zweite österreichische Unternehmen war Cyberangriffen ausgesetzt. Die Internetkriminalität ist dadurch um mehr als ein Viertel angestiegen. Es trifft auch große Unternehmen. Jüngst waren es die Telekom Austria oder die Ars Electronica, die von einem Cyberangriff betroffen waren. Durchschnittlich verweilen die Hacker rund 100 bis 170 Tage im Netzwerk der Unternehmen, ehe sie erkannt werden. Deutlich schwieriger macht man es den Hackern bereits mit einer Mehrfaktor-Authentifizierung, wenn also bei der PC-Anmeldung zusätzlich zum Passwort etwa auch das Smartphone oder ein Fingerabdruck zur Identifizierung verwendet wird. So dass also, wenn ein Schutz geknackt ist, trotzdem noch ein zweiter wirkt. Das zweite große Problem sei, dass die Sicherheit der E-Mail-Absender oder Internetseiten oft schwer überprüfbar ist. Das Absurde ist, wenn Sie bei einem Supermarkt einen Bareinkauf machen, bekommen Sie einen Beleg, der elektronisch unterschrieben ist. Wenn Sie bei dem gleichen Supermarkt einen Online-Einkauf machen, bekommen Sie nichts. Da können Sie nur vertrauen, dass Sie nicht beim falschen Link bei der falschen Webseite waren. Elektronische Signaturen und Zertifikate, wie sie von Ministerien und einigen Unternehmen bereits verwendet werden, würden 90% aller Cybercrime-Aktivitäten verhindern, so der Experte. Die großen Kinoketten können erst Anfang August aufsperren, weil keine Blockbuster starten. Die Programmkinos aber können schon durchaus neue Filme anbieten. Etwa Christian Petzolds preisgekröntes Drama Undine mit Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen. So ungewöhnlich der Beginn, so ungewöhnlich ist auch diese Liebesgeschichte. Nach dem Unfall mit dem Aquarium werden die Historikerin Undine und der Industrietaucher Christoph ein Paar. Christian Petzold hat den Mythos vom Wasserwesen Undine, das nur so lange als Mensch leben darf, solange es geliebt wird, in Berlin der Gegenwart angesiedelt. Du hast mich angelogen. Nein. Nein. Christoph. Zu seinem Film inspiriert hat ihn eine Erzählung von Ingeborg Bachmann. Durch den Text von der Ingeborg Bachmann, die ich die Undine geht, habe ich zum ersten Mal das Wasserwesen sehen gelesen. Ja? Und nicht als eine romantische Onaniervorlage oder so. Ja? Und das war für mich der Anlass, mich mit dieser Mythologie und diesem Wassergeist und dieser Geschichte zu beschäftigen. Großartig gespielt ist Undine ein modernes Großstadtmärchen voller Magie und betörender Bilder. Undine! Ab sofort in unseren Kinos. Und so geht's gleich bei uns weiter. Und zwar mit dem Sport, der berichtet gleich über den Jubel der Admira über den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Sonntagswetter vom Feinsten gibt's morgen. Christa Kuhn hat gleich die schönen Details. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Guten Abend, ich begrüße Sie noch einmal zu einer kurzen Zeit im Bild. Der 4. Juli, der Tag der Unabhängigkeit der USA, ist heuer ganz im Schatten der Corona-Pandemie gestanden. Die Neuinfektionen sind abermals auf Rekordhöhe gestiegen, aber US-Präsident Trump hält das nicht davon ab, die Feierlichkeiten ohne Sicherheitsmaßnahmen abzuhalten.
Vielen ist heuer, wie hier in Kalifornien, wohl nicht zum Feiern zumute. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen auf neue Rekordwerte gestiegen. Trotzdem lässt es sich US-Präsident Donald Trump nicht nehmen, am heutigen Unabhängigkeitstag eine Rede zu halten. Vor historischer Kulisse am Mount Rushmore richtet Trump seine Worte aber nicht an die Angehörigen der fast 130.000 Todesopfer, die das Virus in den USA bisher gefordert hat. Stattdessen prangert er seine politischen Gegner an. Sie würden die Gesellschaft und die Statuen der Gründerväter zu Fall bringen wollen, wettert Trump. Auf Abstandsregeln und Masken wurde wieder großteils verzichtet, obwohl die Freundin von Trumps ältestem Sohn soeben erst positiv auf das Virus getestet wurde. Nicht vergleichbar mit den USA ist die Entwicklung bei uns in Österreich, aber auch hier steigt die Zahl der Neuinfektionen. 115 neue Fälle hat es heute gegeben, die meisten davon in Wien, gefolgt von Oberösterreich. Dort gibt es einen Cluster rund um eine Freikirche. Alle Gottesdienste freikirchlicher Gemeinden sind in Oberösterreich in den nächsten 2 Wochen abgesagt worden. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, kontrolliert die Polizei in Oberösterreich, vor allem in den Bezirken Linz und Linzland, wieder verstärkt, denn dort sind die meisten Corona-Fälle aufgetaucht. Es wird überprüft, ob der Mindestabstand, die Maskenpflicht und auch die Quarantäne eingehalten werden. Wir versuchen präsent zu sein, auch mit Fußpatrouillen präsent zu sein im öffentlichen Raum und machen die Leute darauf aufmerksam, wenn wir sehen, dass sie den 1 Meter Abstand nicht einhalten. Um die Corona-Gefahr zu verdeutlichen, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute die Einführung eines Ampelsystems angekündigt. Dieses soll wie das Lawinenwarnsystem funktionieren und auf den ersten Blick zeigen, wie hoch das Corona-Risiko aktuell ist. Anhand des Systems könnten auch Zusatzmaßnahmen eingeführt werden oder die Regeln gelockert werden. In Niederösterreich wird derzeit nach einem möglichen Mörder gefahndet. Er soll in der Nähe von Gerersdorf im Bezirk Korneuburg auf der Straße einen anderen Mann durch einen Kopfschuss getötet haben und danach geflüchtet sein. Viel mehr ist derzeit noch nicht bekannt. Nach Deutschland ist heute in Italien ein Kinderpornoring aufgeflogen. Bisher weiß man von rund 50 Menschen, die im Internet kinderpornografisches Material ausgetauscht haben. 4 Verdächtige wurden festgenommen. Einer von ihnen soll selbst Minderjährige missbraucht und davon Aufnahmen gemacht haben. Bei dutzenden Hausdurchsuchungen im ganzen Land beschlagnahmen die Beamten reihenweise Beweismittel wie Festplatten und andere Datenträger. Darauf zu sehen ist massenhafter Missbrauch an Minderjährigen. Sogar Kleinkinder und Babys sollen unter den Opfern sein. Nach umfangreichen Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, die wahre Identität der Mitglieder des Kinderpornorings festzustellen. Darunter finden sich ausschließlich Männer im Alter von 19 bis 55 Jahren, Arbeitslose, Studenten und Angestellte. Laut Polizei handelt es sich um den größten Fall von Kinderpornografie der letzten Jahre in Italien. Ungewöhnlich heftige Regenfälle haben im Südwesten Japans Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 19 Menschen dürften dabei ums Leben gekommen sein. Mehrere Personen werden noch vermisst. Die Behörden haben erst 200.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und Schutzräume aufzusuchen. In Hitoyoshi auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu sind ganze Wohngebiete metertief in den schlammigen Wassermassen versunken. Den Bewohnern bleibt nur die Flucht auf die Dächer. An Seilen wird diese Familie mit Kind von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht. Es war unheimlich, schildert diese Frau, die von ihrem Nachbarn auf dem Rücken aus ihrem überschwemmten Wohngebiet getragen wird. Um 4 Uhr in der Früh stand ihr Haus bis zum 2. Stock unter Wasser. Die Zerstörung ist enorm. Autos und ganze Häuser wurden weggeschwemmt. Nach einem Erdrutsch suchen Helfer hier nach Überlebenden. Es gilt höchste Warnstufe, denn laut Meteorologen ist für das restliche Wochenende mit noch mehr Regen zu rechnen. Wir hingegen dürfen uns über bestes Sommerwetter freuen morgen am Sonntag. Meist gibt es also morgen sonniges Wetter. Die Gewittergefahr, die ist überall gering. Westwind frischt auf und es wird etwas wärmer als heute. Bis zu 32 Grad sind nach Osten hin möglich. Am Montag ziehen dann im Westen Regenwolken auf. In der Nacht zum Dienstag erfasst der Regen das ganze Land. Am Dienstag selbst wird es dann zunehmend wieder sonnig. Im Süden kann es noch bis Mittag etwa regnen. Mit Nordwind kühlt es aber dann ein bisschen ab. Das war's für heute von uns aus der ZIP-Redaktion. Im Namen aller wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine gute Nacht.